Wir befinden uns hier auf der A6 zwischen Hockenheim-Schwetzingen in Fahrtrichtung Heilbronn. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit LKW mit einer eingeklemmten Person. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der LKW-Fahrer bereits befreit außerhalb des Fahrzeugs. Es gab einen weiteren Verletzten von Seiten der eingesetzten Baufirma. Beide Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben. Wir beginnen jetzt mit Reinigungs- und Räumungsarbeiten und werden den Kraftstoff des LKWs abpumpen. So wie es aussieht, ist der LKW in die Nachbaustelle eingefahren, hat das Sicherungsfahrzeug beschädigt und liegt jetzt auf der Seite, hat alle Fahrspuren blockiert und auch noch umfangreiche Teile der Lärmschutzwand beschädigt. Zum Glück sind ja beide Personen nicht so schwer verletzt. Der Sachschaden am LKW und der Lärmschutzwand wird doch schon in die 100.000 Euro gehen. Der Kraftstoff ist ausgelaufen am LKW, ins Erdreich eingedrungen. Wir werden hier jetzt sofort Maßnahmen durchführen, dass der Kraftstoff nicht weiter eindringt, und werden dann an die Bergungsfirma und die Autobahnmeisterei übergeben. Das wird also bestimmt bis heute Morgen gehen, die Bergung des LKWs. Wir sind jetzt hier mit 7 Fahrzeugen im Einsatz. A6 vor Hockenheimer Tankstelle sind wir da. Da haben wir die rechte Fahrstreifen abgesichert. Vorne haben sie so 200 Meter sind die Asphaltarbeiten, die machen neuer Beleg. Und da ist es dann passiert. Da war so 12 Uhr, 0 Uhr 10. Ich war unten, habe mein Handy gesucht, Jackentasche, gell? Plötzlich passiert. Ne? 3-4 Minuten war ich drin, habe ich dann im Handy rumgemacht, habe die Hände und dann habe ich Knall gehört, Patsch, und da war der Scheibe alles möglich. Der hat dann geschoben, der LKW, ne? War ich unten. Ja, das ist alles komplett, der Mann hat eingeschlagen, so ausländische Fahrer, und es ist nicht das erste Mal, vor 2 Wochen ist die andere Seite, 61, auch gleicher Unfall passiert. Ne? Ja, ich bin jetzt ein bisschen im Schock drin, aber mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Schmerzen, Gott sei Dank. Ich war in Ambulanz. Wir haben kontrolliert, Gott sei Dank ist nichts, gell? Hab dann auf Schutengel nichts passiert. Absperrwand haben wir vor der Baustelle halt alles, Verkehrszeichen, alles komplett eingerichtet. Und der Mann zu schnell eingeschlagen und hinterher reingefahren in den Auto. Der hat geschlafen, weil der hat erst geschlafen, weil da vorne ist Verkehrszeichen. Das ist vorne 200-300 Meter sind Arbeitsmann mit Blinker, danach 100er, danach eine Vorwarner mit 80 und dann haben wir Beschilderung mit 60. Der ist runtergegangen bis 60, der hat alles nicht gesehen oder was? Hat eingeschlafen natürlich. Ich war kurz drin gewesen hier und dann hat die Tür zugemacht und dann hat sie eine Klatsch und war ich mit Scheibe runter. Das ist so in Sekunden schnell passiert. Ne? Ich war mit der Scheibe runter, ich war Boden.
dann schon raus, also er schreibt mich heute noch. Voll! Yeah.